Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu der Tutorial-Reihe WooCommerce, wie erstelle ich mir meinen eigenen Shop. Heute installieren wir nun final oder endlich WooCommerce, das Plugin für WordPress, um überhaupt diesen ganzen Shop zu erstellen. Und einmal Germanize, das ist wirklich eigentlich ein Pflicht-Plugin für jeden Shop bei WooCommerce für Deutschland, weil es ihn einfach rechtssicher macht, aber dazu später mehr. Genau. Gucken wir direkt mal rüber zu WordPress. Hier noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Wir sehen nun hier links, wir haben eine Aktualisierung. Wenn das bei euch der Fall ist, könnt ihr da gerne mal drauf drücken. Und jetzt sehen wir, okay, bei Divi gibt es ein Update. Wir haben die 4.9.7 Version. Die neueste Version ist jetzt 4.9.9. Und jetzt können wir auch gleich schauen, ob wir bei Divi unseren API-Schlüssel erfolgreich eingetragen haben, indem wir jetzt einfach mal alle auswählen und auf Teams aktualisieren gehen. Und wenn dies erfolgreich durchläuft, dann sollte auf jeden Fall alles mit unserem API-Schlüssel hinhauen. Teams ist aktualisiert, Divi wurde erfolgreich aktualisiert, perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht und können weiter zu den Plugins kommen. Genau, was sind überhaupt Plugins? Wir haben ja ganz am Anfang alle vorinstallierten erstmal rausgehauen. Plugins sind an sich wie kleine Erweiterungen für unsere WordPress-Seite. Das sind in Wirklichkeit PHP-Skripte, die sozusagen unsere WordPress-Seite um verschiedene Funktionalitäten erweitern. Das geht halt wirklich, fängt halt an bei so kleinen Sachen wie, sag ich mal, ein Formular, Kontaktformular, was unten ist. Ja, aber auch halt so größere Sachen wie zum Beispiel ein Shop sind damit auf jeden Fall umsetzbar. Und zwar können wir zum Beispiel einfach mal über populär schauen. Hier sehen wir schon, hier ist zum Beispiel ein Kontaktformular, was wir hier als Plugin hinzufügen können, Yoast SEO. Das ist zum Beispiel, dass wir die SEO, also die Search Engine Optimization verbessern, also die Suchmaschinenoptimierung, damit Google unsere Seite besser findet. Dann noch ein Classic Editor, Elementor Website Baukasten. Das ist auch so ein Baukastensystem, so ein bisschen wie bei Divi, den wir da inklusive haben. Und hier sehen wir auch schon WooCommerce. Wir können jetzt sozusagen, also WooCommerce einfach hier installieren. Falls ihr das auf der Seite oder irgendwie nicht findet, könnt ihr auch immer oben rechts einfach WooCommerce eingeben. Reicht auch schon Woo. Und dann seht ihr schon hier links WooCommerce. Gehen wir jetzt einfach mal auf jetzt installieren. In der Zeit, wo das installiert, mache ich nochmal kleine Werbung für meinen Blog. Hier könnt ihr, wie gesagt, auch zu all den Themen, auch zu dem aktuellen Video, wieder alles, was wir jetzt im Video machen, in schriftlicher Form mit Bildern als Unterstützung finden. Wenn ihr da sozusagen im Nachhinein noch ein paar extra Informationen wollt, bestimmte Links oder ähnliches oder nochmal zum Nachschauen, könnt ihr jederzeit gerne hier drauf gehen. Ist auf jeden Fall immer der erste Link in der Beschreibung. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen der Zeit der Installation überbrückt. Das dauert immer einen Moment, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Vielleicht mache ich jetzt auch kurz einen kleinen Zeitraffer, bis das durch ist. So, nun können wir WooCommerce aktivieren. Das ist nun installiert. Sehen wir ja schon den Button. Gehen wir einfach drauf auf Aktivieren. Und nun kommen wir eigentlich zu einer Extra-Seite. Das ist sozusagen die Einrichtungsseite für genau WooCommerce. Hier müssen wir als erstes von unserem Shop unsere Adresse eingeben. Also steht da oben da, erzähl uns von deinem Shop. Und sozusagen alle Einstellungen, die wir jetzt treffen, können wir auch noch mal im Nachhinein ändern. Das ist jetzt kein Problem, aber es ist natürlich schon mal ganz praktisch, wenn man von vornherein schon mal die wichtigsten Sachen eingetragen hat. Bei den Shop, sagen die Adresse, entweder habt ihr natürlich bei eurem Gewerbe offiziell irgendwo einen Shop, der physisch irgendwo steht, dann könnt ihr auch natürlich den als Adresse nehmen. Ansonsten ist es natürlich meistens eure private Adresse, falls ihr von zu Hause aus ein Kleingewerbe führt oder ähnliches. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall, deshalb geben wir hier oben einfach unsere Straße ein, die Stadt und die Postleitzahl und natürlich das Land müssen wir noch auswählen. Können wir einfach, sehen wir, wenn wir Deutschland eingeben, kommt sie auch als Vorauswahl oder wir wählen es so in der Leiste aus. Haben wir jetzt alles richtig ausgewählt. Hier könnt ihr doch auswählen, ob ihr den Shop für einen Kunden aufsetzt oder nicht. In unserem Fall machen wir das ja wahrscheinlich jetzt für uns selbst, deshalb lassen wir das weg. So, wir gehen nun auf Fortfahren. Hier können wir noch auswählen, ob WooCommerce sozusagen alle
Funktionen, Fehlerbehebung etc. tracken soll. Muss man nicht unbedingt machen. Genau, jetzt kommt auch schon zu der Branche, die unser Shop sozusagen ist. Da können wir jetzt auswählen. Okay, ich sage jetzt zum Beispiel, wir machen Essen und Trinken. Wenn ihr zum Beispiel was anderes habt, Mode, Elektronik etc., wählt ihr das natürlich aus. Gehen wir wieder auf Weiter. So, und jetzt wird es schon mal interessant. Und zwar, welche Art von Produkten werden gelistet, beziehungsweise was wollen wir am Ende verkaufen? Ich sag mal, physische Produkte, wie gesagt, zum Beispiel bei jetzt einem, zum Beispiel einer Brauerei, Bier, was sie sozusagen dann als Produkt verkauft. Oder Downloads, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Grafiken oder ähnliches anbietet. Ihr könnt ruhig beides anklicken, das macht jetzt keinen Vor- oder Nachteil. Ob ihr das jetzt ganz am Anfang angeklickt habt oder nicht, selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel nur physische Produkte habt. Und dann sehen wir hier schon mehrere andere Sachen, zum Beispiel wenn ihr Abonnements anbietet oder bestimmte Buchungen oder ja anpassbare Produkte, dann kostet euch das monatlich etwas. Wir können ja auch einmal, wenn wir den Button ausmachen, uns die jährlichen Preise anschauen, dann sehen wir, das kann bis zu $249 im Jahr kosten, wenn man bestimmte Buchungen will. Ihr könnt ja auch einmal nochmal nachlesen, was jeweils darunter ja, verstanden wird. Zum Beispiel hier erlaubt es Kunden ja, zu reservieren und zu buchen oder Equipment auszuleihen. Also ja, wenn ihr zum Beispiel ja, verschiedene Sachen halt buchen könnt oder halt euch Sachen ausleihen kann, ist das hierüber möglich. Muss man halt wissen, dass es halt extra kostet und muss man natürlich auch für sich selbst durchrechnen, ob sich das dann für einen lohnt. Aber es ist natürlich erstmal machbar mit WooCommerce. Aber ich sag mal, im Normalfall hat man eh eins der beiden Sachen. Aber ich will auch nicht zu lange jetzt hier brauchen. Gehen wir mal weiter. So, erzählen Sie uns etwas über dein Unternehmen. Der Wurmtrenner. Jetzt kann man sagen, wie viele Produkte man denkt, dass man ungefähr braucht oder anzeigen lässt. Kann man bei uns oder seinem Durchschnitt bei so einem kleineren oder mittelgroßen Shop sind das so 11 bis 100. Vielleicht werden es auch später 101 bis 1000. Das ist jetzt aber die Auswahl ist hier nicht so wichtig. Bist du woanders noch aktiv? Könntet ihr jetzt auswählen, könnt ihr aber auch Nein machen. Das ist ja sozusagen egal für WooCommerce. Genau, und jetzt wollen sie euch schon, sage ich mal, zusätzliche Erweiterungen, die doch alle kostenlos sind, anbieten. Wir können einmal auf den Pfeil gehen und uns die alle anschauen. Zum Beispiel WooCommerce Payments mit Kreditkartenzahlungen und so weiter und so fort. Ich würde euch empfehlen, entweder sagt ihr, okay, ich brauche das unbedingt und lasst es von vornherein drinne, aber ihr könnt auch alle Erweiterungen im Nachhinein noch dazu sozusagen installieren. Deshalb würde ich am Anfang lieber das einfach auslassen, damit es nicht so unübersichtlich ist und dann lieber Stück für Stück die Sachen hinzubuchen, die man wirklich benötigt. Das ist eigentlich meine Devise, immer das Beste. So, als letztes fragt WooCommerce noch, was wir für ein Theme benutzen möchten. Bietet uns ja auch zahlungspflichtige Themes oder kostenlose Themes an. Zum Beispiel Storefront ist so das bekannteste kostenlose WooCommerce-Theme. Wir haben ja in unserem Fall schon Divi installiert, was wir auch nutzen möchten für das Ganze. Deshalb klicken wir einfach mit meinem aktiven Theme fortfahren. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, falls ihr noch gar kein Theme habt, einfach mal hier auch durchschauen. Vielleicht gefällt euch ja da auch noch was. Bei zahlungspflichtige Themes seht ihr zum Beispiel hier, manche Themes kosten 80 Euro pro Jahr. Divi kostet auch 80 Euro pro Jahr oder halt einmalig die 250 und bietet neben einem Theme halt auch wirklich ganz viel verschiedene Auswahl. In meinen Augen schon mit die beste Wahl, aber ihr könnt trotzdem gerne mal durchschauen. Vielleicht überzeugt euch ja doch noch was anderes. Wir gehen jetzt also auf mit meinen aktiven Themen fortfahren. Und sozusagen jetzt bekommt ihr nochmal so eine kleine Einweisung von WooCommerce, wie man doch alles am besten machen kann. Wir sollen sozusagen, haben jetzt hier so verschiedene Schritte, die wir als erstes machen sollen. Das machen wir alles sozusagen in den nächsten Videos und kümmern uns erstmal um das weitere Plugin Germanized. Wir können also erstmal wieder im Dashboard schauen. Hier sehen wir jetzt auch, hat sozusagen WooCommerce Ansicht anpassen, Einrichtung. Haben wir jetzt sozusagen so eine kleine Schaltfläche. Wenn wir hier alle Schritte abgehakt haben, dann sehen wir auch hier in dem Dashboard, wenn wir zum Beispiel neue Bestellungen haben oder wie viele Umsätze wir in dem Monat schon haben. Aber das sehen wir dann alles später. Wir installieren jetzt, wie gesagt, erstmal ein weiteres Plugin, was halt von vornherein wirklich sehr, sehr wichtig ist. Besonders damit euer Shop halt einfach rechtssicher ist. Gehen also wieder auf Plugins, installieren.
Und diesmal geben wir Germanized ein. Und dann müsste auch schon das Plugin Germanized für WooCommerce vorgeschlagen werden. Genau, man sieht schon 5 von 5 Sterne. Germanized ist ein Premium-Plugin. Das bedeutet, es gibt eine kostenlose Version, die vollkommen ausreichend ist. Wenn wir hier auf weitere Details gehen, sehen wir auch noch die Vorteile der Pro-Version. Dadurch haben wir zum Beispiel weitere Features wie PDF-Rechnungen, Mustertexte, Generatoren für zum Beispiel AGB und Widerrufsbelehrung, Premium-Support und vieles mehr. Wie gesagt, in unserem Fall reicht das vollkommen aus, wenn wir diese kostenlose Version nehmen. Wir gehen also einfach auf Jetzt installieren wieder, wir müssen dann wieder einen Moment warten und durchlaufen dann wieder so einen kleinen Installationsprozess. Genau. Wir gehen wieder auf Aktivieren. Warten wir einen Moment. Da immer nicht zu voreilig sein. Immer wenn ihr oben seht, dass sozusagen so ein Ladesymbol ganz oben in der URL-Leiste sozusagen in dem Tab oben drin ist. Einfach lieber einmal 10 Sekunden mehr warten, als wie ein Wilder irgendwo draufklicken. Und dann sehen wir auch schon die erste Seite von Germanized. Und das bietet uns an, verschiedene Sachen bei WooCommerce anzupassen. So, zum einen jetzt WooCommerce-Einstellungen eindeutschen, zum Beispiel die Währung, auf jeden Fall lassen wir das so drinne. Dann lege rechtliche relevante Seiten an, zum Beispiel die AGBs, lassen wir auch drinne. Dann können wir hier den OSS-Status aktivieren. Ich nehme am One-Stop-Shop-Verfahren teil. Falls ihr davon noch nie was gehört habt, dann nehmt ihr auch wahrscheinlich nicht dran teil. Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr hier draufklickt oder in meinem Blog, ist auch ein Link drinne zu einer deutschen Seite, nachlesen, was das Ganze ist. Aber im Normalfall, nehme ich mal an, habt ihr das nicht aktiviert. Also seid ihr nicht in diesem Verfahren dabei. Deshalb lasst das einfach aus. Und unten noch die EU-Steuersätze importieren. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Da haben wir direkt für alle Länder die Steuersätze in der EU. Falls doch mal jemand aus dem Ausland was bestellt. Falls ihr das später erlaubt, würde ich aber auf jeden Fall auch drinnen lassen. So, nun können wir auswählen, ob wir unter die Kleinunternehmerregelung zählen. Ich zum Beispiel würde da reinzählen. Das heißt, wenn ich jetzt persönlich für mich einen Shop für mein Kleingewerbe erstellen würde, müsste ich das aktivieren. Falls das bei euch nicht der Fall ist, dann lasst das aus. Das Double Opt-in-Verfahren würde ich auf jeden Fall aktivieren. Das ist, wenn ihr sich Kunden ein Konto anlegt, dann bekommen die ja so eine Bestätigungsmail. Das habt ihr bestimmt auch schon öfters mal irgendwo gehabt. Und dort müsst ihr in der Mail noch einmal auf Bestätigen klicken und falls sie nicht durch die E-Mail ihr Konto bestätigen, wird das Konto nach 7 Tagen gelöscht. Und das ist auf jeden Fall, damit ist euer Shop auf jeden Fall um einiges rechtssicherer, weil das halt in Deutschland so geregelt ist, dass das sein muss. Wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall aktivieren, selbst falls ihr dann später auch keine Kunden machen wollt, sondern nur über Gast, was eigentlich die wenigsten machen, solltet ihr das machen. So, jetzt für die Verschlüsselung müssen wir hier einmal den Schlüssel einfügen klicken. Da wird sozusagen in eine wp-config.php, das ist eine Datei, die sozusagen mit einfach bei euren ganzen Dateien dabei ist, wo viele Konfigurationssachen drin stehen, muss ein Schlüssel hinzugefügt werden, damit auf der nächsten Seite, wo wir für DHL und die deutsche Postzugangsdaten eingeben, diese dann auch verschlüsselt sind. Wenn ihr auf Schlüssel einfügen klickt, macht das Germanized und WooCommerce vollkommen von alleine. Ihr müsst also diesen Code nicht irgendwie kopieren oder irgendwo einfügen. Das ist genau jetzt schon passiert. Und jetzt können wir auswählen, ob wir zum Beispiel DHL oder die Deutsche Post direkt von Anfang an bei uns als Versanddienstleister integrieren wollen. Falls ihr da noch kein Konto habt, dann drückt einfach auf Schritt überspringen. Ihr benötigt entweder eine Kundennummer bzw. auch ein Anmeldedaten und Passwort. Wie gesagt, wenn ihr das dann nicht habt, können wir zum Beispiel ganz einfach auf Schritt überspringen gehen. Machen wir das irgendwann mal anders. Und nun sind wir auch eigentlich schon fertig. Hier haben wir die ersten Schritte. Glückwunsch, du kannst nur loslegen. Da können wir auf Tutorial starten gehen und bekommen auch wieder von Germanized hier so einige Sachen angezeigt, um die wir uns doch mal kümmern sollten oder uns anschauen sollten, ob wir das alles so wollen, wie es ist. Wie wir sehen, Germanized ist jetzt sozusagen einfach in unseren WooCommerce drinne. Das heißt, nachdem wir WooCommerce installiert haben, haben wir auf der linken Seite weitere Links, zum einen aber auch Produkte.
Auf jeden Fall ist eigentlich hier dann Germanized mit drin, oben in so einer Leiste. Und das machen wir aber alles die nächsten Male. In dem Video ging es erstmal um die Hauptinstallation und damit sind wir auch erstmal durch. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Sachen euch durchlesen wollt, schaut einfach mal hier im Blog vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Like oder Kommentar da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das habe ich schon gesagt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.